So, meine guten Freunde, es geht weiter mit Let's Play Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Ich bin es, euer Simafix, und wir machen nun weiter. Ja, liebe Leute, ich bin hier immer noch im Mantra Hauptquart hier. Wir sind leider, wie beim letzten Mal, wieder planlos in der Gegend rumgelaufen und haben irgendwie nichts Sinnvolles hinbekommen. Und die Gegner wollen mich jetzt echt richtig langweilen. Ja, 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 ihr wisst eh, was ich mache. Ich fliehe nämlich einfach. So, ich habe gelevelt. Dazu kommen wir aber dann erst später. Ach, komm. Das Spiel hat schon eine Begabung zu nerven. Es hat schon echt eine sehr große Begabung, richtig, richtig zu nerven. Lasst mich einfach hinkommen, dankeschön. Ja, und zwar habe ich den Weg jetzt gefunden. Ich bin schon weitergegangen, weil es keine gute Location mehr gab zum Leveln, weil er aus dem blöden Nihilo, weil ich ins blöde Nihilo Hauptquartier nicht mehr rein konnte, was echt doof war. Und nun musste ich mir ein neue Location suchen und ich bin einfach jetzt schon in die nächste Location eingelaufen, habe jetzt einen Boss gemacht, den wir jetzt auch gleich machen werden, der sehr knüppelig war, aber wie gesagt, ich muss ihn leider machen, ansonsten hatte ich nämlich keine Ahnung, wie ich vernünftig leveln kann, weil ich habe ja so gut wie keine Erfahrung mehr bekommen. Naja, denke ich mir, ist aber in Ordnung. So, bitte könnt ihr alle wegkrebsen. Alles, was wir jetzt machen, ist eh unnütz. Dankeschön. Oh, alle synchron ausgewichen. Nun gut, liebe Leute. Also, wir waren, wie gesagt, beim Raffanil beim letzten Mal, haben hier den Chef hier getroffen. Ikawa. Er hat uns hier mal seine Macht demonstriert. Und hier das Matra-Hauptquartier in einem Schwung ausgelöscht. Und ja. Nun müssen wir hier... geht es darum, dass wir jemanden finden müssen. Nämlich einen... Mannequin, der möglicherweise in die Zukunft sehen kann und uns etwas sagen kann über unsere Lehrerin. So. Du da, du willst nicht über diese Autobahn gehen, oder? Ich rate dir dringend davon ab. In letzter Zeit treibt ein Geist dort ein Unwesen auf einem Motorrad. Tja, Leute, unsere Menore leuchtet. Ein Geist, der Unwesen treibt. Was könnte das wohl sein? Finden wir es heraus! Du spürst die Gegenwart eines fürchterflüssenden Dämons. Möchtest du dennoch bleiben? Okay, das ist lustig, weil ich habe da Nein erst gedrückt, weil ich wollte den Kampf nicht machen. Es sieht nicht aus, als könntest du fliehen. Also, liebe Leute, nächste Menor Battle. Ich lache übrigens sehr jetzt, wenn ich das nicht beim ersten Versuch schaffe, weil beim letzten Mal habe ich es halt einfach im ersten Versuch geschafft. Aber nun gut, mich würde es natürlich nicht wundern. Also, wieso ich meine Diss dabei habe, sie hat nämlich Absorb Flame und wie man hier schon sehen könnte, er hat Flammen. Sogar ziemlich viele davon. So. Und dazu meine Amano Uzume kann hier schön die Attacken hier absorbieren. Das heißt im Endeffekt, wir müssen nur ein bisschen drauf quitten und aus Beste hoffen. Doof ist natürlich, dass ich jetzt so gut... Oh mein Gott, Mann, ihr könnt es ja nicht so schlecht sein, Mann. Die eine gibt mir einen Zug, die andere verliert einen Zug. Also wir müssen im Endeffekt uns nur so hoch tanken und irgendwie halt überleben. Und mit Maxi muss ich einfach hier die ganze Zeit draufhauen mit seinem Special Move. Das Problem ist, also wie gesagt, er hat schon starke Attacken drauf. Das Gute ist, solange er die Attacken raus hat, ist alles in Ordnung. Weil ich muss ja im Endeffekt nur so lange hier immer ein bisschen tanken. Rakakuja machen wir jetzt erstmal dreimal am Stück. Das ist schon mal gut. Das heißt, seine physischen Attacken tun uns dann nicht mehr so weh. Aber wie auch Dai Juju oder wie auch immer hieß, beim letzten Mal hat er dann die lustigen Skill, dass wir ihm genug Leben abgeziehen, dass er dann wieder drei Züge dann pro Runde gibt. Und dann wird das ein bisschen unschön. So. Ich kann leider nichts Großartiges machen. Ah, außer das da, das war schön. Ach komm! Bullshit! Alle Kaja-Effekte negiert, sehr schön.
Das hat er nicht beim letzten Mal auch immer gemacht, aber das hat er ja später gemacht. Das hat er ja später gemacht. Ich weiß nicht, wieso er das jetzt macht. Oh mein, keine Ahnung. Ist halt so. Oh, da runter. Vielleicht hilft's. Irgendwie läuft das viel schlechter als beim letzten Mal. Hat der Kaja-Effekt denn geht? Okay, das macht er mal. Also müssen wir uns im Endeffekt so gut wie nicht buffen. Sehr schön. Eigentlich wollte ich auch Fokus gerade machen. Naja, also wie gesagt, einfach physisch draufhauen und hoffen, dass wir das irgendwie bestehen. Das ist die einzige Methode, was ich jetzt hier im Endeffekt drauf habe. Ich habe keine starken Skills, er hat natürlich auch keine Schwächen, weil Schwächen sind was für Langeweile. Und jetzt mal fängt er an hier mit seinen physischen Attacken. Aber die Konter sind sehr schön, auch wenn das jetzt wieder mein Special Move hier schon rausgehauen hat, Mann. Das ist mein aufgeladenen, aber egal. Ihr seid so dumm, Mann. Ja, und jetzt fängt er wieder an, da sehr lustig zu werden. Okay, das ist ja in Ordnung. Nein, ich nehme mal das zurück. Ist alles super in Ordnung. Ich lasse mal das Media weg. Ich weiß nicht, der crittet irgendwie mit jedem Schlag. Also ich finde es super. Hab nur keine Ahnung, wieso. So, jetzt geht's. Jetzt beginnt die Funny-Phase wieder. Funny Fresh. Machen wir weiter. Ha! Jetzt fängt er nämlich dann auch an, irgendwann mal Feuerattacken zu machen und das ist natürlich unschön. So. British. Ich hatte gerade einen Fokus, oder? Hatte ich schon. Okay, dann. Bitte triff. Alter! Leute, Mann, das ist so kacke, Mann. Das war beim letzten Mal auch so, Mann. Immer Max, der letzte Mal so einen Schlag auf und du triffst dafür nicht, Mann. So gut wie keine physische Attacke trifft bei ihm, Mann. Das Gute ist, er verliert immer zwei Züge, aber wie gesagt, wenn er dann zweimal hier die Attacke raus hat, das macht schon ordentlich Schaden, Mann. Aber wie gesagt, ich krebs eh schon wieder rum, wenn ich die ganze Zeit halt treffe. Das ist so unfair, Mann. Ausweichen. Strahle macht. So. Ich sehe gerade was. Und zwar ist mein Principal aktuell der stärkste von all meinen Charakteren. Es gibt nämlich einen passiven Skill, den er aus... Ja, genau. Genau. Es gibt nämlich einen passiven Skill, den ich hier schön ausgerüstet habe. Und zwar, der erlaubt es mir... Ich gehe auf Nummer sicher, Media. Der, wenn der Kakatrusi voll ist, also was er gerade hier schön ist, dass jeder physische Attacke crittet bei Principal. Und ich dachte mir, dieser Skill ist komplett unnütz und ich habe ihn zwar nicht verlernt, aber ich habe ihn auch nicht unbedingt gelevelt. Also ich habe ihn halt drin gehabt, weil ich dachte mir mal irgendwie so klumpert das Skill. Aber an sich ist er ja ultra badass gerade. Fällt mir nur mal gerade so auf. Ah nein, jetzt halte ich mit ihm, das ist doof. Weil er immer critten würde. Weil jeder Schlag crittet jetzt mit ihm. So, Fokus. Habe ich jetzt? Komm, bitte. Ha! Lutscher! Der war ehrlich gesagt nicht so schwer. Und damit haben wir die nächste Menora. So, Stärke habe ich da auch gemacht. So, Rakunda habe ich gelernt, aber das ist jetzt wurscht. So. Das hat die Rama gelernt. Wandel. Alter Principal, Mann. Ich feiere dich gerade so. Ich feiere dich gerade so hart, Mann. Also beim nächsten Boss-Battle einfach müssen wir rumlaufen und also müssen wir einfach die ganze Zeit rumlaufen, bis Kakatui ist und dann kann er einfach alle wegrennen. Der Skill ist eigentlich broken, Mann, wenn man sich so überlegt, Mann. Weil ich kann ja triggern, wann Kakatui ist, indem ich einfach die Blasen in der Gegend rumlaufe. So. Die Mantra haben die Mannequins im Gefängnis von Kakatui eingesperrt, um ihn sämtliches Magazui zu entziehen. Dieser ist wie eine riesige Folterkammer. Okay, wir haben ja da schon ein bisschen was darüber gehört. Jetzt aktivieren wir hier diesen einen Gegenstand. Den haben wir doch hier. Also ich mache jetzt mal die Abwehrglocke. Ob das jetzt was bringt, weiß ich jetzt nicht. Weil das sind eigentlich keine niedrigen. Und negiert Bodenschaden. Ich würde gerne auf Random Encounter skippen, aber ich glaube, das klappt eh nicht. Ist wurscht. Du bist sanft auf dem Boden gelandet.
Achso, es ist ja ein... Man sollte diese dummen Gegenstände auch schauen, wenn... wenn der Kakizui weg ist. Na, egal. So, also. Da sehen wir hier einen Heini. Mist, warum bin ich so geizig? Ich hätte ein paar Schwebebälle kaufen sollen. Tja, zum Glück habe ich die. Ein Sommertropfen und dann marschieren wir weiter. Oder auch nicht. Ja, läuft eigentlich ganz gut. Grab mit den Random Encounters. Ja, auf der Weltmap nerven die Random Encounters echt, weil sind dann alle schwach und die klauen einem nur Ressourcen. So, Kakichu ist voll. Jetzt müssen wir wieder schauen, dass wir es bis dahin schaffen. Und dann sind wir eh schon. Also okay, ihr seht, also ich habe nicht allzu viel gemacht. So. Zack, ohne große Tenno ist das Gefängnis nichts weiter als ein Slum für die letzten Mantra. So. Und damit haben wir schon den Dungeon erreicht. Wir sind nun hier im Gefängnis von Kapokicho. Reden mit dem Heini. Das ist das Gefängnis von Kapokicho. Hä? Das ist doch eine runterkommende Bruchbude. Quatsch. Das ist eindeutig ein Gefängnis. Die Mantra sind zwar gefallen, aber hier werden immer noch jede Menge Mannequins gefangen gehalten. Was haben die davon? So, dann machen wir die eine Sache, die ich auch noch gemacht habe. Und dann können wir eh schon neu laden. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der schönste Nagel im ganzen Land? Hehe. Große Tenno ist fort. Dieses Gefängnis gehört jetzt Mitsushi. Mir ist danach, diese Mannequins im Trugbild zu foltern. Ich glaube, ich lege direkt los. Der Dämon ist verschwunden. So, keine Antwort. Du brauchst etwas, um das zu aktivieren. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Von irgendwoher kommt eine Stimme. Oh, was ist das denn? Was ist denn? Tut dir das so weh? Wenn du nicht einmal das aufhörst, bist du ganz schnell tot. Ich soll aufhören? Soll ich wirklich aufhören? Tja, Pech gehabt. Puh, ich glaube, damit entlasse ich dich für heute. Nachdem ich diese kleine Stinkspunks habe, kann ich in diesem Druckbild kommen und gehen, wenn ich will. Wir sagen, ich komme wieder. I'll be back. So, und damit haben wir es geschafft. Jetzt laden wir mein Savegame neu. Also wie gesagt, ihr seht es hier, ich hatte 13,53, jetzt hatte ich 15,23. Ich hätte ehrlich gesagt noch lieber mehr gelevelt. Ich glaube, es sind jetzt 3 Level oder so, die ich gemacht habe. Aber ich habe jetzt hier ein paar neue starke Persona. Also ich habe jetzt zum einen, da habe ich ja Trophy bekommen. Den Ding hatte ich jetzt hier voll gelernt. Ich habe Rakunda gelernt. Ansonsten, ich weiß gar nicht, was ich gerade ausgelernt. Was habe ich denn aktuell ausgerüstet für Magatama? Nicht den da, oder? Ich weiß ehrlich gesagt, warte mal. Was habe ich denn für einen ausgerüsteten Magatama? Sehe ich das auch hier? So. Ach, einen anderen. Okay, dann passt schon. Und zwar, wo sind wir hier? Also ich habe jetzt hier meine High Pixie Kleider noch. Ich habe Yomotsushiko mit, die kennen wir auch noch. Vorneos habe ich. Brownhead Arabaka habe ich jetzt mal rausgetan. Principle habe ich auch rausgetan. Aber ich habe den Verzug, den habe ich mir gerade fusioniert. Der ist ganz geil. Der kann Diorama. Agilo. Sehr schön hier. Nicht so der stärkste, aber mal. Geht schon. Und Lifthummer kann er auch. Das ist eigentlich ganz nett, das geht. Und hier, das ist mein geiler neuer Schatten. Mitsukichi. So. Entzieht Elektro, was immer ganz geil ist. Eisdunkelheit ist auch ganz nett annulliert. Und schaut euch Bufu, Mabulufu, kann hier ein paar Buffs. Endlich mal wieder jemanden, der gescheit Buffs kann. Also ich bin jetzt hier gewesen, ich bin auch nur auf und ab gelaufen. In diese Räume kann man reingehen und da steht immer, man, hier ist niemand. Und das war's im Endeffekt. Also ich habe das jetzt noch nicht ganz so verstanden, weil ich bin, wie gesagt, nur planlos in der Gegend rumgelaufen. So, dann können wir hier noch hochgehen und das ist auch im Endeffekt alles, was ich getan habe. Und halt, wie gesagt, 1,5 Stunden gelevelt. So, hier kann man auch nichts machen. Also ich weiß ehrlich gesagt jetzt auch nicht mal, wie ich weitergekommen wäre, hätte ich es gewollt. Hier, das ist ja ganz doof in dem blöden Dungeon. Manchmal spawnen da neue Gegner, diese Nager, die wir gesehen haben, die echt tricky sind. Und halt gute Erfahrung geben. Und dann spawnen halt diese doofen Affen. Und das hat mich immer echt aufgeregt, wenn die gekommen sind. Weil die halt so ultra schwach sind. Aber nur gut. Kann man auch nichts machen. So. Gehen wir weiter. Und da ist der Nager. Den habe ich gar nicht gesehen. Wer zur bist du denn? Warte. Bist du etwa? Du weißt, wer ich bin. Ist mir egal. Für uns Ex-Monters ist das hier das Paradies. Was beim Angriff auf den gegen den Nihilo passiert ist, ist ja scheißegal. So. So, und wisst ihr, was die Schwäche von denen ist? Feuer. Das könnte ein kurzer Kampf werden. Jo. Hab mich nur drauf vermessen. So, du hast Omega-Steine erhalten. Gut, also, ist wieder blind. Finde ich sehr schön, dass wir es so schnell hinbekommen, auch mit dem Hellbiker. Und theoretisch können wir auch mal wieder hier reingehen. Du hast den Omega-Stein verwendet. Ja, irgendwann müssen wir hier nochmal diese ganzen
Ding im, den Kalpers machen. Das Gebäude wurde in ein Trugbild gehüllt. Das sieht schon ganz schön und schlimmer aus hier. Okay. Boah, dieser Effekt, der kriegt Kopfweh. Ich ertrage es nicht mehr. Meine Mannequins nur schaffen, um Schmerzen zu fehlen. Die werden hier... Ach so, dem wird hier das Magizuya ausgesaugt. Befreit uns. Ich will nicht, dass man mir mein Magizuya raussagt. Ich will nicht sterben. Sie sagen, ich will lebendig, bleibe leer. Die goldene Frage, was wir uns aber immer noch stellen müssen, auf was wir noch keine Antwort bekommen haben, ist, was eigentlich diese Mannequins sind. Bis dato wissen wir nur, dass sie eben Wesen sind, die... Warte hier. Befreit uns, befreit mich. Ich will nicht, dass mein Magazin rausgeht. Ich will nicht, dass diese eben diese menschliche Form haben oder am ehesten als Mensch aussehen, aber was sie genau sind? Die Experimente haben es verwandelt. Seltsam, ich dachte, da redet jemand mit mir. Achso! Ah, wir sind. Es ist alles kopfüber, wenn ihr das seht. Okay, cool. Ja, ich denke im Endeffekt, es sind die Menschen, die ihn überlebt haben. Also, und irgendwie durch diese. Eben nicht zu Seelen wurden, sondern verwandelt wurden. Alter. Lass mich in Ruhe. Also, ich hoffe irgendwie, dass wir die befreien können. Ich finde das richtig grausam, was hier mit denen geschieht. Befreit uns, befreit mich nicht. Ich will nicht, dass sie mir... Okay, die sagen immer dasselbe. So. Der Effekt gefällt mir ganz und gar nicht. Ich krieg da voll Kopfweh. So. Schöner Feueratem. Masan. Okay, ich wünschte, ich wäre hier eigentlich schon davor gelaufen, weil die kann ich leichter bezwingen hier. So, und Heatwave. Nee. Weich halt nicht aus, Junge. So, ich muss nur fast sagen, mein Mitsukichi muss ich leider raustun. Zumindest aktuell. Und dafür tue ich wieder Principal rein, weil Principal hat Maragi. So, und da geht's weiter, denke ich mal. Oh nein, So, jetzt bin ich wieder... Nee, ich bin weiter nach unten gekommen. Passt schon. Das ist schon wieder ein kirre Level, Mann. Ja, toll, was hat mir das jetzt gebracht? warte, da ist wieder... Da ist ein Spiel... Warte mal. Der macht wieder dann alles rückgängig. Wir laufen jetzt einmal so kurz hier hin. Und dann laufen wir nochmal normal hier hin. Ich muss ein bisschen schauen, dass ich nicht ganz so meine MP raushaue. Ärgere mich ein bisschen, dass ich meine Dis fusioniert habe. Ich meine, dafür habe ich jetzt meinen coolen Vogel hier. Aber das wäre halt geil, weil die halt keine Schwächen hat. Ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht, ich kann sie mir jederzeit wieder rufen. So, die sind aktuell meine Lieblingskombi, ehrlich gesagt, von den Gegnern her. Zack, weil die kann ich hier schön mit Masan vernichten. So. Und nochmal Masan. Und die hat eh so mega, genau wie Principal, die haben beide so mega viel MP, Mann. So, 405 Erfahrungspunkte, das ist schön. Ich hatte ja teilweise dann Riberion benutzt, dass eben mehr Gegner spawnen. Dann hatte ich bis zu 4 Gegnerwellen und hab 1000 Erfahrungspunkte erhalten. Das war echt geil. Da kommen wir her. Ja gut, dann dahin. Also deaktivieren wir das mal. Das ist aber auch krass, Mann. Das Gefängnis sieht man auch im Endeffekt nicht. Also, man sieht gar nicht, wie die hier gefangen gehalten werden. Das heißt theoretisch selbst, wenn man will, dann kann man die gar nicht mal... Also, man könnte nicht mal die Mannequins hier befreien. Ich hab schon Raijo. Okay. Meine Arme da oben, Arme in der Usime. Die ist halt einfach... viel zu freundlich zu den Gegnern. Sie haben es dann verdient.
So, wenn man mal hier reingeht, dann steht auch nur, hier ist niemand. Das ist ja auch ehemalig eine Schule gewesen, oder? Ja, okay, es könnte auch Büro sein, aber irgend sowas halt in der Art. So, okay, da ist der Eingang, den wir vorgesehen haben, wo wir nicht weiterkommen sind. Schauen wir mal hier lang. Okay, kommt aber im Endeffekt alles aus selben hinaus. Oh, ein Jack Frost. So. Jack Frost, so leicht entkommst du mir nicht, Mann. Das ist okay, der Mann hat aber verlassen. Oh, also habe ich mich hier mal umgesehen. Oh, wow. Ist das Loch hier gruselig? Hihu. So, mir fällt in einen unteren Ebene. Hätten wir nochmal lang gehen können. Und uns umschauen können. Piska. Piska kann fiese Statusveränderungen. Ich weiß ehrlich gesagt Piska Schwäche nicht. Ich glaube, es ist Feuer. Es ist Feuer. Es ist Feuer. Piska ist eklig, Mann. Also nicht nur sein Design ist ultra eklig, auch so vom Typ her. Sieht voll schlimm aus. Deswegen haben wir weg. Aber der muss relativ stark sein. Ich glaube, den haben wir fusioniert. Der war doch relativ hoch vom Level schon irgendwie. War der schon Level 30? Kann sein, oder? Keine Ahnung, aber zumindest schon ein bisschen höheres Level. Also langsam wird es tricky. Aber wie gesagt, ich bin jetzt Level 36, also das Leveln zahlt sich aus. So, was wir hier tun. Wisst ihr, was mich vorher so genervt hat? Da muss ich nochmal meinen Rant erzählen hier. Da bin ich rumgelaufen nämlich und wollte die ganze Zeit mich gegen angreifen, weil ich noch ganz wenig hatte, dass mein Level Up für meine Armin Uzume kommt. Ach, das war schon wieder hart verschwindet. Und glaub mir, es sind so wenig Gegner gekommen. Und wenn man super schwach hat, jetzt laufe ich rum, nur starke Gegner. Eklage. Wie sollte es auch anders sein? Ein Speicherpunkt. Ja, schön. Ich finde es immer nett, dass man die Silhouette immer von zwei Gegnern sieht und auf einmal sind dann alle da. Agilo. Mal sein. So, und der Ruffhorn einfach nur. Einmal drauf. Zweimal drauf. Ah, schade. Hätte ich doch mal sagen machen sollen. Egal. Yeah. Ich habe ja erwartet. Ich habe ihn taktisch durchschaut. Ich wusste, dass er ihn nicht trifft. So. Okay, nehmen wir den Speicherpunkt kurz mit. Ich muss eigentlich gar nicht mehr da unten speichern. So, wir haben das ja sehr schön gemacht. Ne, also wie gesagt, wir kommen aktuell gut mit. Also ich muss auch sagen, ich level viel, aber wie gesagt, das ist immer noch in einem akzeptablen Rahmen. Also vom, wie viel ich jetzt level. Ach, da komme ich ja nur noch weiter. Warte mal, ne, so. Da ist da noch ein Gang oder bilde ich mir das gerade ein? Ich bilde es mir ein, oder? So, Firebreath. Das trifft irgendwie immer den Linken nicht. Ich weiß auch nicht. Irgendwas macht das falsch. Naga habe ich auch eine gefangen. Das hat mich ziemlich viel gekostet. Ich glaube, so über 1000 hat mich das gekostet, dass die mal hier kommen ist, Mann. Aber mal. Dafür konnte ich daraus den anderen Persona, den ich, ich sage immer Persona, tut mir leid. Den anderen Schatten, den ich hatte, versehen. Das ist so kacke, Mann. Man sieht immer, das sieht immer so aus, als würden die Gänge immer noch offen sein. So, weg. Mein Raijin habe ich selber hier. So, ja, wir haben ja kein Terminal, mit dem wir das wandeln können. So, darf ich weitermachen? Dankeschön. Ich muss aufpassen mit meinem Zug. Ich haue sehr, sehr viel MP raus. Ich muss ein bisschen mehr mit Principle machen. Principle hat eh so viel MP, Mann. Aber der ist ganz geil, Mann. Kann starke Feuerattacken. Aber wichtig ist, wie gesagt, meine schöne Eisschlange hier. Die ist noch cooler. So, warte mal. Da komme ich nach unten. Ich müsste jetzt wieder die Welt drehen, aber ich weiß nicht, wie ich die gerade von hier aus drehe. Ich hüpfe jetzt einfach mal hier runter.
Ah, okay. Seht ihr das? Bei vorher bin ich ja hier nicht lang gelaufen. Okay, ich hätte aber auch hier ganz normal hinlaufen können. Nur so als kleine Randnotiz. Okay. 1000. Den Rest konntest du nicht hören. 1000 Schläge, oder? Hm, keine Ahnung. Okay, ich denke, weil wir jetzt das Tor oben geöffnet haben in der Form, können wir nun oben weitermachen. Also ich hoffe es zumindest. So. Aber, was man besonders merkt, ist, dass die Gegner jetzt deutlich mehr Taktik brauchen. Also es ist nicht immer so, dass ich einfach größtenteils auf die Gegner raufhauen kann. Es geht zwar immer noch, weil ich halt jetzt auch, wie gesagt, auf einem guten Level bin und ich haue alles in physisch rein. Aber dadurch würden die Kämpfe echt anstrengend werden. So, Principal ist schön. Jetzt hat er Harmon gelernt. Insta-Kill-Attacken bin ich nie so ein Fan dafür. Hohe Chance bei einem Gegner. Das lohnt sich aber nur, wenn Gegner das als Schwäche haben. Und ansonsten lohnt sich das im Endeffekt nie, weil es klappt zu selten. Aber Heatwave-Lenter ist nichts. Das ist geil. So, also okay, jetzt müssen wir wieder die Ebene hier drehen. Und ich habe ja oben das eine Tor bewegt. Und ich denke mal, dass wir da jetzt durchkommen. Nicht auf meine... Mann. Ja, okay, sehr gut. Meine arme Nozumi hat das natürlich als Schwäche. Das ist die einzige Makel, aber ansonsten ist sie natürlich perfekt. So, dann heilen wir uns nochmal kurz. Und ich würde sagen, wenn wir eh schon mal hier sind, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Shimmigami Tensei Nocturne. Und wir werden dann hier weiter in dem netten hier Gefängnis uns umschauen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.